Also Leute, wir haben den Laden jetzt klar gemacht, okay? Zu unserem Bedauern, ja, ich muss sagen, wir sind ein bisschen eingerostet, wir sind nicht mehr die Jüngsten. Wir haben leider die, ich habe dir gesagt, hast du die Strümpfe? Und du hast gesagt, ja. Und ich meinte nicht die Strümpfe an deinen Füßen. Ich meinte die Strümpfe, damit wir uns maskieren können. Ah, ich dachte, waren die Socken gemeint. Ja, und das war ein klassischer, was war das? Fehler. Ja. Der klassische. Der klassische Absprachefehler. Der klassische Absprachefehler. Und aufgrund eines Absprachefehlers, der nicht meine Schuld, nicht seine Schuld, aber beide Schuld, das ist halt eine klassische Geschichte. Ist menschlich. Haben wir zwar, ist ein Überfall gerufen, als wir reingingen, aber dann auf, ah, ist ein Joke gewesen gemacht, ne? Das heißt, wir müssen dann nochmal hin. Ja? Immer wieder, so lange, so lange, bis das Ding zum Erfolg führt. Und das hat schon seinen Grund, dass er nach 23 Jahren die Reise angetreten ist nach Kiel. Ja, also wir werden nicht nochmal da mit 140 rausgehen. Wir werden da mit 140.000 rausgehen, mit den ganzen Automaten, komplett alles leer machen. Ne? Und aber du hast doch keinen Lappen, ne? Also müssen wir Auto ohne machen. Also ich habe noch nie, ich habe noch nie Lappen gehabt, deswegen wir rufen Taxi. Genau. Wir rufen Taxi. Tabi, Tabi. Ja, das ist so. Wir haben damals verkackt. Ja? Und weil wir verkackt haben, haben wir komplett verkackt, weil wir unbedingt hier wieder her wollten zusammen. Und deswegen haben wir bis heute nichts gemacht. Wir haben gesagt, wir bleiben so lange kriminell und schließen erst mit unserem kriminellen Leben ab, wenn wir das hier erledigt haben, abgeschlossen haben. Und dann fangen wir ein neues Leben an. Und so soll es jetzt sein. Es muss einfach aufhören. Deswegen. Die Rechnung ist beglichen. Oder nicht? Ja, wenn wir das klar machen. Wenn wir es klar machen. Ja? Deswegen, da gehen wir nochmal hin. Also, ich bin dann diesen Weg hier, halt hier hochgelaufen, da, und dann siehst du hier. Ja, ja. Was du hier siehst, ja. Der, also Gardentreff da, ja, ne? Ja. Ist, da war unser Restaurant. Also, was du im Film siehst, also, wir hatten noch einen anderen, in einer anderen Stadt, das war ein Imbiss, da wo Sattelmisch und so im ja. Film, weißt du? Ja. Aber das war nicht hier mit dem Sattelmisch, das war in einer anderen Stadt, in Neumünster. Da drüber direkt, über dem Restaurant haben wir gewohnt, also die ganze Familie, und die sind dann irgendwann in die Türkei, und als sie weg waren und den Laden verkauft haben, habe ich da oben gewohnt, ne? Und dann bin ich, nach dem Raub, genau, dann bin ich da so rumgelaufen, hier hinten rum, und dann zack, rein, weißt du? Aber, Gentleman aus der Nachbarschaft. Dankeschön, Dankeschön, das ehrt mich. Und ja, also natürlich, das ist alles Spaß. Wir wollen natürlich unterhalten, wir wollen diese Original-Schauplätze zeigen. Das ist absolut eine scheiß Zeit gewesen. Es war nicht schön, Raubüberfälle begehen zu müssen. Es war nicht schön, auf Heroin gewesen zu sein und zu spritzen, das ist eine sehr, sehr schlimme Sache. Das ist kein Kinderspiel, das ist wirklich sehr, sehr, sehr hart und sehr schlimm. Ich wünsche das nicht mal meinem Feind. Warum wir das hier zeigen, ist einfach nur, um den Leuten einen Einblick zu vermitteln, wie es in echt war und beziehungsweise wo sich die Sachen zum Teil abgespielt haben. Das ist alles, ne? Also wie gesagt, das Original-Schauplätze. Also es ist Spaß. Das soll auf keinen Fall dazu animieren, dass irgendjemand auf die verrückte Idee kommt, einfach mal so hier, komm, wir machen das mal klar. Es ist einigen Leuten einfach nicht bewusst, nicht klar, dass der David ein Schauspieler ist und den Kemal in Kanak Attack nur spielt. Ja, also sein Name ist auch nicht Kemal.
sondern David oder Dawud, wie ihr wollt. Kanakatak ist die Geschichte, die Originalgeschichte von ihm hier, von Ertanong. Baksana, abim rahatsız ettim, özür dilerim. Bayan var yanımda. Bak abim, weißt du, wer das ist? Da? Merhaba. Merhaba. İyi bak. Wer ist das? Kanakatak izledin mi? Hast du den Film gesehen? Kanakatak? Evet. Mein Film ya, ne? Da war ein Kemal. Bu arkadaş o mu? Bak şimdi ya. Merhaba Kenan'cığım. Merhaba. Das ist der Kemal. Vay Kemal. Der echte yani David Schelle. Başrolde oynayan arkadaşımız. Ben nasıl yeni projeler var değil mi? Bak abim bak. Özür dilerim yenge. Rahatsız ettik. İyi günler. Ist auch jemand der sehr ein Fan, ja. Also er ist wirklich ein Fan. Ne? Für dich auch. Ja? Ja, ja, vom Film halt, von unserem Ding da, ne? Also nochmal, liebe Leute, ne? Es geht an die Leute raus, die glauben, dass der Freund hier, der den Kemal verkörpert hat in Kanakatak, wirklich so lebt oder so. Das ist nicht der Fall, ja? Dieser Mann hat Kinder, dieser Mann hat Verantwortung und dem liegt nichts ferner als irgendwelche Raubüberfälle zu begehen. Und auch mir liegt nichts ferner. Kriminalität ist eine Sache, die mein Leben jahrelang begleitet hat, die ich ja irgendwie genutzt habe, um jemand zu sein. Ich konnte nichts anderes. Das Einzige, was ich konnte, war kriminell sein und da war ich gut drin und da war ich dann wer. Und ich war jung und habe nicht gesehen, was für Fehler ich da mache und was für eine Scheiße ich mich reite. Ne? Hätte ich die Möglichkeit gehabt, mich in eine andere Richtung zu entwickeln, hätte ich das getan. Und wo ich die auch bekommen habe, beziehungsweise ich habe mir die selbst erschaffen, indem ich gesagt habe, ich schreibe das Buch, habe ich die auch genutzt. Deswegen, der Kemal ist weder kriminell und noch hat er oder ich, haben wir die Absicht, euch dazu zu ermuntern, Raubüberfälle zu begehen. Ist daran irgendwas cool? Raubüberfälle? Nee. Wie meinst du? Weißt du, wer das ist, Mavi? Nee. Kanakatak, Kemal. Ah, okay. Ja, okay. Der ist voll der Crack-Nigger, Digga. Er ist voll auf Crack. Er hat keine Zeit, er muss einen Crack rauchen. Er ist eigentlich ein cooler auch Fan und so. Ja, okay, aber. Alles gut. Idiot. Er fragt uns immer, weißt du, jedes Mal. Jetzt er ist abgekackt. Guck mal, jetzt hast du auch ein Beispiel. Der Kollege eben gerade nicht angesprochen, aber er ist auch jemand, der mich früher immer oft angesprochen hat, Kanakatak, bla bla bla. Der ist leider auf Crack jetzt. Er raucht die ganze Zeit Steine, Koks. Und war nicht mal in der Lage zu raffen, wer da steht. Und er wollte ihn immer kennenlernen, aber er hat ihn nicht mal erkennen können. Das sind Drogen. Das ist Kriminalität. Das macht das aus einem. Und Finger weg. Ich kann nur sagen, ich kann auch nur sagen, Finger weg. Besser. Kein Alkohol, keine Drogen ist am besten. Sehe ich genauso. Oh, salam. Salam, wo bist du? Mama, ich mache gerade eine Aufnahme. Ja, mach mal deswegen, weiter. Ich habe dich nicht vergessen. Ich rufe dich, ich schaffe diese Woche nicht, nächste Woche an. Ich habe dich in mein Handy, der erinnert mich immer. Auf jeden Fall. Das wollten wir sagen, ja. Wir gehen jetzt nicht nachzumachen. Genau. Mach das nicht. Mach das nicht. Wir wollen, niemand will das. Reiten oder anstiften, ja, oder so. Es ist einfach eine Hommage an den Film Kanakatak, dass man diese Zitate nachspricht, an diese Schauplätze hingeht, an die Originellen und einfach denen Zuschauern erklären will, so war das damals, macht ein bisschen Spaß jetzt damit, obwohl es natürlich kein Spaß war. Ja, ja. Aber du hast es sozusagen alles hinter dir, du hast dafür abgesetzt, du hast das alles erledigt und damit hat es auch ein bisschen Guten gewandt. Ja. Du bist jetzt auch älter. Es würde auch nichts bringen. Was hat man davon in dem? Nichts. Du bist auch
Ich meinte, stolz sein darauf, dass du überlebt hast, dass du gelernt hast, ja, dass du diesen Test auf der Erde verstehst und einfach nur den Menschen hilfst. Und natürlich auch, weil du deine Geschichten schreibst. Weil, was ja auch interessant für die Menschheit ist. Ne? Danke. Genau. Weil Kanak-Attack soll eigentlich, auch wenn das so ein bisschen witzig rüberkommt, eine Gangster-Komödie ist, ja, eigentlich zeigen, wie tragisch und wie schlecht das Leben da ist. Wasser. Wir machen jetzt mal eine kurze Sendepause. Pace, 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 pace.